Und das wäre doch etwas schade, gell? Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken gehen, ob ich nicht noch eine andere Möglichkeit finde. Das sieht mir mehr aus wie eine Art Leben zu bekommen und das ist mir nicht der Preis des Todes wert. Dann einmal angefallen und ich bin hin. Und das war jetzt auch schon ziemlich riskant. Bitte sei Münzen. Es sind Münzen gewesen. Drei Stück. Damit fehlen nur noch 17. Das gefällt mir doch. Weiter hier, das ist auch gut. Jetzt nur vorsichtig hier lang gehen. Vorsichtig. Und jetzt hier hoch. Weiter hoch. Noch weiter hoch. Und das ist doch Münzen. Sehr nett, Münzen. Da fehlen uns doch nur noch wenige. Dank der Zeitanhalter können wir auch hier lang gehen. Das ist nur ein Leben. Was ein Schmarrn. Nein, bitte lande irgendwo, Mario. Bitte lande irgendwo. Oh. Danke, lieber Gott. Danke, lieber Gott, dass du mir dieses Leben geschenkt hast. Danke, lieber Gott. Oh Gott, oh. Himmel, Arsch und Zwirn. Meine Arbeit darf jetzt nicht vergebens gewesen sein. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Ich werde nochmal dort hochkommen. Und dann werde ich die letzten Münzen bekommen und einen Stern einsammeln. Egal, was alle sagen, ich werde das schaffen. Ich weiß, wie ich es ungefähr machen muss. Eigentlich nicht nur ungefähr. Ich weiß genau, wie ich es machen muss. Erst muss ich wieder hier hoch. Dann muss ich die Kamera wieder richtig drehen. Und hier abspringen und hier hoch. Aber jetzt frage ich mich doch. Nein, das war gar nicht gut. Nein! Wieso? Fick dich doch weg, Mario! Mann! Was ist das denn gewesen? Nee, ey. Das kann ich jetzt nicht glauben. Nerv nicht rum! Gott. Nochmal Zeit anhalten? Ja, ich versuch's nochmal. Fick dich weg! Was ein Albtraum! Ich hab es geschafft und nahezu. Und dann sowas. Ich kann es nicht glauben. Das sind echt Episoden voller Fail. Mario, please, bitte reagiere auf meine Befehle. Reagiere auf meine Befehle, du verdammter Italiener. Du verdammter Italiener Hurensohn. So. Und ich muss auch mal langsam sagen, langsam geht mir dieses Sprechen selber auf den Keks. Ich gehe mir selber auf den Keks. Wie geht das denn? Nun gut. Um genau zu sein, wissen wir, was wir tun müssen. Wow, ohne Schatten. Oh. Das war echt nicht lustig. Und es war so knapp. So knapp. Und erneut Münzen. Und nur weil ich etwas doof gefallen bin, darf ich jetzt alles nochmal machen. Und langsam vergeht mir echt die Lust an diesem Akzent. Nee, 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 nee. Ach, komm schon. Das ist ja echt unglücklich gelaufen. Das Gute ist ja, wir wissen, wo dieser blaue Schalter ist und das gibt uns einen Haufen Münzen. Und zwar sehr viele.
Und da werde ich jetzt auch sofort nochmal hin zurückgehen. Na, 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 na. Das sind nur schlappe 3 Münzen. Vergiss die. Da ist dieser Banner. Wenn der mich runterschmeißt, rastig aus. Nun gut. Jetzt schnell bewegen und ganz viele blaue Münzen einsammeln. Alle. Ja, mei. Himmel, Arsch und Zwirn. Ey, Alter, ich benutze sogar die Worte davon. Das gibt's doch nicht. Und wieder haben wir 80. Okay. Da war ein Herz. Verdammte Scheiße. Damit hätte ich mich so gut retten können. Nein, Mario! Was machst du da? Mario, das ist eine verdammte Scheiße! Ey, ernsthaft? Langsam nervt das nur noch. Ich mach das jetzt separat. Das ist mir zu doof. Es ist mir auch zu doof, dass das immer nicht so funktioniert. Fuck off, rote Münzen. Fuck off, rote Münzen. Ich hab die Schnauze voll. Gott. Läuft der ganze Scheiß hier wenigstens langsamer. Na komm, irgendwann ist doch der Witz jetzt raus. Also, jetzt auch mal genug hier mit diesem Scheiß. Jetzt auch mal der Witz raus. So. Machen wir jetzt einfach ganz normal weiter, bevor ich gleich gar keine Lust mehr habe. Weil ich würde jetzt eigentlich gern heute noch bis zum... Also, eigentlich alles schaffen in dieser einen Aufnahme. Sprich, ja, ich will mal sagen, alle Sterne, die ich bis jetzt holen kann. Aber Hauptsache, nur wegen so einem Scheiß falle ich da runter. Ich glaube es nicht. Das Gute ist, jetzt muss ich nicht mehr so einen riskierenden Sprung, jetzt muss ich diese riskanten Sprünge nicht mehr machen, dass sich die Dinger jetzt alle langsam bewegen. Wieso ich das nicht gleich so gemacht habe, frage ich mich jetzt echt eiskalt. Naja. Komm, ich schaff das schon. Ich werde das schon irgendwie schaukeln jetzt. Drei. So. Jetzt kann sich das Ding auch bewegen und ich kann endlich mal rausfinden, was denn auf der Seite ist. Und wenn das nur ein verdammtes Leben ist, dann werde ich aggressiv. Mario, du verdammter Hurensohn! Warum kann er sich nicht nie so ganz drehen, wenn ich es brauche? Wieso muss er immer eine gesamte Drehung machen? Kein normaler Mensch muss das! Ey, Tic-Tac-Trauma ist echt das bescheuerste Level! Regenbogenraserei ist ja einfach dagegen! Ja, du renn einfach runter, du verdammter Hurensohn, ey. Das gibt's ja wohl gar nicht. Spring da einfach in den Tod. Ey, ich will das zusammenschaffen. Ich lass mir das so nicht gefallen. Ich werde das jetzt im Zusammenhang schaffen. 100 Münzen muss ich sowieso machen und die Mission, die ich hier machen muss, die sind da eigentlich Pisskram. Na los. Also Tic-Tac-Trauma ist echt das dümmste Level im gesamten Spiel. Hat eine recycelte Musik, will ich mal sagen. Und ja. Also, ernsthaft. Ich finde das Level scheiße. Es ist auch viel zu schwer, weil du dauerhaft irgendwo dauerhaft nur hoch musst. Und wenn du einen kleinen Fehler machst, bist du hin. Ja, du nerv auch noch rum, du kleiner Sparky-Bastard. Ich
kriege immer in mein Leben andauernd wieder. Du kannst auch rumnerven wie ein Blöder. Weißt du das? Nein, 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 nein. Haha, Akku leer. So. Und Mario, dreh dich jetzt gefälligst sofort um. Mario! Ich schwöre dir! Du bist so ein verdammter Hurensohn. Ich schwör's dir. Ich hasse dich. Mario, ich hasse dich! Ist mir scheißegal. Komm, ich warte jetzt auf 12, dann gehe ich ganz. Mach ich das jetzt und dann ist mir scheißegal.